Ein bisschen Schatten hier. Ich erschaffe ein Meisterwerk. Oh, meine Miene ist abgebrochen. Warum passiert mir das immer? Das ist voll nervig. Zum Glück bin ich vorbereitet. Ich habe immer einen Anspitzer dabei. Da ist er. Ist schon ziemlich voll. Ich werde den leeren. Hey, was soll das? Soll das ein Witz sein? Schätze, ich bin stärker, als ich dachte. Sicher, was immer du sagst. Aber das löst mein Bleistiftproblem nicht. Was mache ich jetzt? Der ist gut. Alex, was machst du da? Ich spitze meinen Bleistift an. Ist doch offensichtlich. Nein, nicht wirklich. Das hat nicht geklappt. Halt! Was denn? Er hat's verdient. Leg den Schläger weg. Na gut, du hast wahrscheinlich recht. Ich habe einen Ersatzplan. Nein! Was soll ich denn jetzt machen? Lass mich dir helfen. Du kannst den nehmen. Der wird mein Problem lösen. Dir zeige ich's, Bleistift. Der wird schön spitz. Mit dem ist's viel einfacher. Danke, Sunny. Du solltest es nicht übertreiben, Alex. Was soll das heißen? Ich denke, das reicht. Überall liegt Bleistiftspäne rum. Er ist außer Kontrolle geraten. Mehr, mehr. Ich will mehr, hörst du? Ich glaube, er hat ein Problem. Langsam wird's echt seltsam. Warte mal. Vielleicht hilft diese Flasche. Ja, ich weiß, was zu tun ist. In den Deckel stanze ich ein Loch rein. Die perfekte Größe. Jetzt brauche ich meine Klebepistole. Ich trage Kleber um das Loch auf. Da klebe ich den Spitzer drauf. Ich warte, bis er fest ist. Dann kommt die Flasche wieder drauf. Genau sowas braucht er. Alex, stopp! Versuch's mit der. Eine leere Flasche? Hey, da ist ein Anspitzer drin. Ich werd's ausprobieren. Wünsch mir Glück. Die sammelt die ganzen Späne. Danke, Sunny. Du bist die Beste. Schlag ein. Ich mach die gleich leer. Was zum... Ja, das finde ich gut. Das sind eine Menge beschlagnahmter Snacks. Aber Regeln sind Regeln. Nichts kommt an mir vorbei. Mir knurrt der Magen. Vielleicht gönne ich mir einen kleinen Snack. Keiner wird's erfahren. Schokolade. Die ist so lecker. Ups, fast wären meine Bonbons runtergefallen. Oh, das ist nicht gut. Ich gehe besser zum Unterricht. Und ich sollte furchteinflößend aussehen. Halt! Du weißt, dass im Unterricht keine Snacks erlaubt sind. Das ist eine snackfreie Zone. Ist das Schokolade in Ihrem Gesicht? Wovon redest du? Aber Snacks sind trotzdem nicht erlaubt. Das ist unfair. Wow! Das hätte böse enden können. Warte, meine Snacks. Ach, der Tag wird immer schlimmer. Ich hatte mich schon drauf gefreut. Ich heb das besser auf. Guck dir dieses Chaos an. Überall liegen Gummibärchen rum. Warte mal, guck mal. Die Sonne schmilzt die Gummibärchen. Lass mich mal sehen. Wow. Hey, da kommt mir eine Idee. Ich entferne den Radiergummi von meinem Bleistift. Da stecke ich einen Trinkhalm rein. Genau so. Den Überschuss schneide ich ab. Das sieht gut aus. Jetzt brauche ich eine brennende Kerze. Ich schmelze ein Gummibärchen über der Flamme. Das riecht gut. Der muss schön flüssig werden. Dann gieße ich den Saft in den Halm. Aber ohne zu kleckern. Ich warte, bis er fest ist. Geheime Gummibonbons. Oh yeah. Du schon wieder. Ich habe keine Snacks dabei. Die Chips sind echt gut. Phew, das hat geklappt. Dafür habe ich mir eine Belohnung verdient. Das ist gut. Genau, was ich brauche. Lecker. Mann, der Test ist schwer. Wenigstens habe ich mein Handy dabei. Moment mal. Ich rieche Betrug. Aha. Alex. Ist nicht das, wonach es aussieht. Du steckst in Schwierigkeiten. Du kennst die Regeln. Ich wollte meine Mama anrufen. Was mache ich denn jetzt? Warte, ich hab's. Gib es her. Hä? Wovon reden Sie? Dein Handy. Warte, es ist nicht hier drin. Sie haben sich das eingebildet. Ich behalte dich im Auge. Das war ganz schön knapp. Aber ich hab sie getäuscht. Das ist nur ein Bild auf meinem Handy. Ich bin genial. Das war so lustig. Hey. Passt auf. Ups.
Mathe soll nicht lustig sein. Was er nicht sagt. Psst, Sunny, guck mal. Wow, das ist ja cool. Brumm, brumm. Das ist ein echt schicker Schlitten. Piep, piep. Gute Fahrkünste. Ich habe nicht mal einen Führerschein. Was ist hier los? Her damit. Kein Spaß im Unterricht. Ups, Entschuldigung. Kein Unfug mehr. Mein Ernst. Oh, das hat mir Spaß gemacht. Fang, Sunny. Da kommt er. Guter Wurf. Mach weiter. Allihopp. Abgefangen. Was hab ich gesagt? Bleib einfach cool. Er schöpft keinen Verdacht. Wieder unentschieden? Das 20. Mal in Folge. Schere schlägt Papier. Die lässt mich nie im Stich. Mein Flugzeug ist bereit zum Take-off. Wow, es geht steil nach oben. Pass auf, ich hab dich gewarnt. Ich fühle mich nicht so gut. Sorry, war ein Versehen. Warte mal, das bringt mich auf eine Idee. Zuerst brauche ich ein Blatt Papier. Ich schneide Kreise und Kreuze aus. Die kommen beiseite. Jetzt brauche ich meinen Notizblock. Ich klebe ein Gitter drauf. Jetzt ist es ein Tic-Tac-Toe-Brett. Damit vertreiben wir uns die Zeit. Los geht's. Ich fang an. Darin bin ich Profi. Sei nicht zu selbstbewusst. Hä? Was ist da hinten los? Eine sehr interessante Lektion. Danke, ich tue mein Bestes. Nice. Jetzt ist's besser. Nun zurück zur Benotung. 1+ für diesen Test. Der hier war ein totaler Reinfall. Viele Schüler wissen gar nicht, was sie tun. Phew, das ist so viel Arbeit. Es ist schon so spät. Ich muss die hier so schnell wie möglich fertig machen. Nur noch ein paar Benotungen. Oh mein Gott. Was für ein schrecklicher Traum. Oh nein, ich habe Tinte auf meiner Stirn. Oh, ich muss die Tinte irgendwie runterbekommen. Ich hoffe, der Radiergummi kriegt das weg. Moment mal. Aus diesem Ring kann ich definitiv mehr machen. Ein Klecks Heißkleber drauf und dann ein Radiergummi. Und nun zur Note. Der Buchstabe F steht natürlich für die 6. So, nun habe ich an jeder Hand die Note für bestanden oder durchgefallen. Die sind wirklich toll geworden. Weiter geht's mit der Benotung. Ich nehme diesen Test und überprüfe die Antworten. Alles richtig, das heißt bestanden. Das ist eine 6. Aber der bekommt eine 1. Den schaue ich mir genauer an. Beeindruckend. Wow, noch eine 1. Und das war der letzte. Oh, guck mal, wie schnell das ging. Unglaublich, wie viel Zeit ich gespart habe. Und jetzt geht's nach Hause. Cool, wir haben es noch pünktlich zum Unterricht geschafft. Hey, hört auf zu quatschen. Es wird Zeit für den Test. Stimmt ja, der Test. Gut, dass wir vorbereitet sind. Nice, und ich habe auch meinen Spicker dabei. Diesen Test bestehen wir ganz sicher. Hey, warum lächelt ihr so? Das ist sehr verdächtig. Wird Zeit, das Gebiet auf Spickzettel zu scannen. Ha, habe ich's mir doch gedacht, die haben Spickzettel dabei. Alarm, das ist absolut nicht erlaubt. Hey, du dachtest, du kommst mit Schummeln durch? Ein ganzer Stapel von Spickzetteln liegt hier offen rum. Hast du wirklich geglaubt, dass du damit durchkommst? Aber ich hab dich erwischt. Und du, ich werde dich auch erwischen. Was ist in diesem Becher? Kalter Kaffee? Hey, warte mal, was hast du darunter versteckt, hä? Die Schrift ist extrem klein, was beeindruckend ist. Aber das ist dennoch Betrug. Damit kommst du nicht durch. Nein! Oh, ich darf nicht durchfallen. Warte mal, ich glaube, mir fällt da was ein. Ich habe vergessen, dass ich auch Spicker zwischen meinen Fingern habe. Oh Mann, was mache ich denn jetzt? Hey, was ist da an meinem Schuh? Ihh, alter Kaugummi. Warte mal. Ich klebe den Spicker einfach unten an meine Sohle. So geht's, klebt schön versteckt. Und schon habe ich die Lösungen für den Test. Was ist denn hier los? Ach nichts, ich fächer mir nur Luft zu. Es ist ganz schön heiß und sie macht Yoga. Ah, okay, dann scheint ja alles zu stimmen. Arbeitet gut weiter. Und so einfach bestehen wir den Test. Ist das Ding wirklich notwendig?
Ich hab nichts bei mir. Ich schwör's. Genug mit den Lügen. Oh, voll erwischt. Ich werde jetzt definitiv durchfallen. Geh rein. Tja, der Tag fängt schon mal mies an. Aber sie hat eine Stelle nicht überprüft. Trottel. Schau dir mein Baby an, ganz erwachsen. Wenn alle Kinder nur so wären wie er. Nimm mich dran, na los. Ich weiß es, bitte. Mein Baby, komm her. Echt jetzt? Sie wählt immer Brian. Okay, Mama, ich bin da. Ich weiß nicht, ob ich das kann. 3 mal 2 ist 6. Also ist die Lösung wohl 5? Das muss es sein. Das wäre ein Nein. Echt? Schreib eine 1 davor. Oh, hab's verstanden. So, mein süßer kleiner Schlauberger. Unterschreibst du meinen Test? Wow, danke. Kaum zu glauben, dass ich das getan habe. Daran kann ich mich nie gewöhnen. Ich kröne dich jetzt zum König der Schule. Süß. Dieses Mutter-Lehrer-Ding klappt wirklich gut. Eure Augen bleiben besser unten. Zum Glück habe ich gelernt. Warum bin ich aufgeblieben und habe Videospiele gezockt? Oh, ich drehe hier durch. Hey, kannst du mir helfen? Okay. Nummer 1 ist 52. 2 ist 65. Hör ich dein Flüstern? Diese kleinen Betrüger. Psst. Als ob sie mich austricksen könnten. Ich muss das anders machen. Dafür muss ich kein einziges Wort sagen. Oh oh. Benehmt euch oder ihr fallt beide durch. Das war mies. Warte mal. Die Lösung ist so offensichtlich. Psst. Schau auf meine Hände. Verschiedene Stellen bedeuten verschiedene Buchstaben. Hab's verstanden. Okay, was kommt bei Nummer 1? A. Und Nummer 2? Was geht hier vor? Wollt nur meinen Groove spüren. Okay. Mit dem Funk kann ich mich einfreunden. Schlag ein. Diese Notizen sind sehr gründlich. Blaubeere. Brian, was hat es mit den Süßigkeiten auf sich? Weg damit bitte. Oh, die Party ist vorbei. Ekelhaft. Was? Verurteilend. Können diese beiden Rucksäcke unterschiedlicher sein? Tschüss. Ich muss nur schnell einen Spinnstopp einlegen. Niemand schaut zu, oder? Ich brauche nur eine Sache. Oh. Oh nein. Betty? Hier gibt's nichts zu sehen. Hör auf, hierher zu starren, okay? Oh, Betty. Du bist wohl auch etwas unorganisiert. Siehst du das? Warum nutzt du das nicht? Magnete können Wunder bewirken, siehst du? Du kannst einige für verschiedene Dinge anbringen. Und jetzt bist du organisiert. Danke, Brian. Lass uns gehen. Willst du was Cooles aus einer Klopapierrolle machen? Wende sie in Leim. Und dann kommt sie in eine Schale mit bunten Bommeln. Das ist der lustige Teil. Drücke die Bommeln vorsichtig an die Rolle. Mit den Bommeln sind wir fertig. Sieht gut aus. Und ist ein toller Stifthalter. Bereit für die Schule, Kleine? Muss nur noch meinen Rucksack packen. Ich brauche dieses Buch. Gute Wahl. Und das auch. Okay. Oh, tu mir nicht weh. Eva, was machst du da? Ist doch nur Spaß, Papa. Entspann dich. Okay, ich glaube, das war's. Los geht's. Hä? Oh nein, guck dir das an.
Hey Papa, was machen wir denn jetzt? Das ist knifflig. Aber ich weiß, was zu tun ist. Wird Zeit, zum Unterricht zu gehen. Weißt du, ich kann meine Sachen auch selbst tragen. Hey, warte auf mich. Das ist voll peinlich. Tu einfach so, als ob wir uns nicht kennen. Hey, wo sind die beliebten Kinder? Vielleicht kann ich mit denen abhängen. Nein, bleib draußen. Das ist die Mädchentoilette. Ups, das wäre peinlich geworden. Ich werde hier draußen warten. Ist er weg? Ich wusste, dass das klappt. Ich bin endlich papafrei. Aber ich muss aufpassen. Ich glaube, ich bin ihn los. Oh! Bereit für den Unterricht? Ich liebe Naturkunde. Bitte tu das nicht. Fantastisch. Ich fühle mich in meine Jugend versetzt. Wie kommst du voran? Alles gut, danke. Das ist die falsche Antwort. Papa, ich hab's im Griff. Das ist die richtige Einstellung. Oh Mann, hör auf damit. Was für ein Tag. Unfassbar, dass er mir das angetan hat. Ich bin so gestresst. Wenigstens habe ich mein Pop-It. Warte mal. Ich weiß, was zu tun ist. Ich mache Kleber um den Rand des Pop-It. Genau so. Dafür nehme ich mir Zeit. Jetzt brauche ich einen Reißverschluss. Den drücke ich auf den Kleber. Jetzt brauche ich ein zweites Pop-It. Ich mache Kleber in die Mitte. Da klebe ich jetzt den Schmetterling drauf. Willst du meinen neuen Rucksack sehen, Papa? Wow, der ist ja fantastisch. So bunt. Ich stecke deine Schulbücher rein. Der ist viel besser als der alte. Hab einen schönen Tag, mein Schatz. Danke, Papa. Bis später. Hey, Leute, guckt euch den mal an. Cooler Rucksack, Ava. Oh ja, der ist cool. Das ist der beste Rucksack aller Zeiten. Komm schon, Rucksack, bleib nicht zurück. Unglaublich, dass mir meine Sachen einfach so runtergefallen sind. Was zum... Oh mein Gott, wieso schwebt dieser Rucksack? Gut gemacht, Rucksack, du hast gut durchgehalten. Oh. Zeit für einen Snack. Ich mag die gar nicht. Au, was soll das denn? Vielleicht stillt der Apfel meinen Appetit. Er schmeckt ganz schön mehlig. Au, schon wieder. Was soll das? Ich sitze hier. Ich hab Durst. Na toll, mein Wasser ist auch schon alle. Diesmal habe ich den Müll abgefangen. Wow, du hast ja einen coolen Rucksack. Der ist viel cooler als meiner. Hey, können wir ein Selfie mit dem Rucksack machen? Na klar, los geht's. Wow. Was für einen coolen Rucksack hat denn diese Schülerin? Ich will bei den Selfies dabei sein. Das ist der perfekte Rucksack für die Schule. Sehr gut. Oh, wie kann das alles denn sein? Warte mal, die Plastikflasche bringt mich auf eine tolle Idee. Jetzt wird's Zeit zum Basteln. Ich habe diesen Reißverschluss hier und diese Plastikflasche. Der Reißverschluss kommt einfach um die Wasserflasche. So. Ich habe den Reißverschluss aufgemacht und schneide die Flasche auf. Tada! Aus der Flasche wurde eine Federtasche. Die habe ich noch silber angemalt und unten kommen coole Flammen dran. Das ist jetzt eine Rakete. Ich schiebe noch Zeichenkarton rein für mehr Stabilität. Und dann kommen da meine Stifte hinein. Und natürlich auch meine Snacks. Schokoriegel müssen immerhin sein. Nun mache ich den Reißverschluss zu und fertig. Wird Zeit, meine Raketen fortzuführen. Mein Rucksack sieht viel cooler aus. Und ich kann Snacks essen, wann immer ich will. Meine kleinen Raketen erfüllen ihren Zweck, so wie ich es wollte. Mir gefällt auch sehr, dass... Wow, sorry, ich muss los. Hey, zeig mal deinen Rucksack. Sind das Raketenflammen? Wahnsinn. Wie cool, du teilst doch deine Snacks, oder? Das ist voll toll. Oh Mann, so viel Aufmerksamkeit wollte ich gar nicht. Ich hasse das. Nein, 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 ich bin hier fertig. Aus dem Weg. Was zum Geier? Bis später, Schule. Wie krass, wo ist sie denn hin? Ins All geflogen oder was? Wow, das war definitiv der beste Rucksack, den ich je gesehen habe. Vielleicht kann meiner das ja auch. Rucksack, flieg mich ins All. Hier oben ist alles so friedlich und ruhig. Das gefällt mir total. Die Blätter sind alle durcheinander. Das wird kein Spaß. Aua, aua, aua. Jetzt ist alles noch schlimmer. Das war's. Ich muss dieses Problem lösen. Komm her, Tucker.
Warum funktioniert der nicht? Keine Heftklammern drin. Natürlich nicht. Hey, warte mal. Ich glaube, ich habe eine Idee, was ich tun kann. Okay, die Blätter sind alle sortiert. Und jetzt kommt mein Cutter. Ich mache zwei Schnitte hier und hier. Und ich falte sie so und stecke die Spitzen in den anderen Schlitz. So geht's. Sie halten ohne Klammern zusammen. Ach, endlich, die Blätter sind organisiert. Sie werden auch nicht auseinanderfallen. Ab zum Unterricht. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Man weiß nie, wer ihn beobachtet. Auch wenn man es am wenigsten erwartet. Nee, da oben kann keiner sein. Soweit, so gut. Und die Lehrerin ist beschäftigt. Du gehörst mir. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Kommt her. Guck sie dir an. Sie sind wunderschön. Die werde ich genießen. Das denkst aber auch nur du. David, was habe ich dir gesagt? Kein Essen im Klassenzimmer. Das macht mich so wütend. Wow, tut mir leid. Ich werde es nie wieder tun. Das sagst du jedes Mal. Oh, ich halte das nicht mehr aus. Was ist passiert? Den brauchst du. Danke. Du verstehst schon, Kumpel. Hey, ich hab's verstanden. Ich muss schnell sein. Aufgepasst, Klasse. Das ist wichtig. Was? Das Blatt klebt an meiner Hand. Was ist denn hier los? Ja, damit werde ich's dir zeigen. Das wird episch. Bleib hier. Hey, was soll das? Iss den. Oh, klar. Das ist was Süßes. Kein Klebstoff. Zuerst musst du den Kleber aus der Tube holen. Das Rohr muss sauber sein. Niemand will klebrige Süßigkeiten. Dann Kaubonbons übereinander stapeln und das Rohr in den Stapel drücken. So macht man einen süßen Stick. Genau, was ich jetzt brauche. Mh, voll lecker. Ich wusste, dass der dir schmecken wird. Gut, dass ich vor dir sitze. Was ist das für ein Krach? Ich klebe hier nur was zusammen. Ich habe die Testergebnisse. Das klingt nicht gut an. Was ist los? Keine Ahnung, aber das gefällt mir nicht. Ihr habt das toll gemacht. 1+. Besser geht's nicht. Juhu, schlag ein. Ich wusste, dass ihr das schafft. Ich bin so stolz auf euch. Gute Arbeit. Ich bin total glücklich. Den werde ich einrahmen. Ihr habt hart gearbeitet. Dafür habt ihr euch eine Belohnung verdient. Wie wär's mit Pizza? Oh, siehst schon da? Gut, das wird die schnelle Lieferung, junger Mann. Bezahlen musst du trotzdem, Kumpel. Oh, natürlich. Ich hol mein Portemonnaie raus. Was? Oh, ich habe ein Loch in meinem Portemonnaie. Ups. Einen Moment bitte. Das ist so peinlich. Ich glaube, ich habe alles. Hier, bitte. Lasst euch die Pizza schmecken. Schätze, ich muss mir ein neues Portemonnaie kaufen. Das war das Beste, das ich je hatte. Wenigstens könnt ihr die Pizza genießen. Danke. Wenn ihr nichts dagegen habt, hätte ich jetzt gerne einen Moment für mich. Ich möchte mich in Erinnerung an mein Portemonnaie schwelgen. Ich kann nicht länger warten. David, stopp! Au, das hat wehgetan. Wir müssen ihm helfen. Tja, so ist das Leben, schätze ich. Wir müssen doch irgendwas tun können. Ich weiß, ich mache was aus diesem Papier. Ich falte ein Blatt in 3 Abschnitte. Klappe die linke Seite um und fahre mit dem Klebstift drüber. Dann kommt die rechte Seite drüber und andrücken. Jetzt mache ich hier noch etwas Kleber drauf. Das muss alles gut kleben. Jetzt mache ich unten eine Kante. Ich habe noch mehr davon gemacht. Die Teile klebe ich jetzt in ein Stück Schaumstoff. Und schon habe ich ein Portemonnaie gemacht. Da kommen noch ein paar Details drauf. Und jetzt ist es ein süßes Einhorn. Was sagst du dazu? Ich werf's auf seinen Tisch. Was? Wo kommt das denn her? Hm, die Decke habe ich noch nie bemerkt. Habt ihr das gemacht? Schauen wir uns das mal an. Wow, das sind aber viele Fächer. Ihr seid fantastisch. Vielen Dank. Freut uns, dass es gefällt. Ich werde es gleich einweihen. Das gefällt mir. Da passen sogar Stifte rein. Das ist fantastisch. Scheint, als habe ich ein neues Lieblingsportemonnaie. Das ist der Grund, warum ich diese Klasse liebe. Na dann können wir ja jetzt essen. Okay, lass uns um die Wette rechnen. Ich werde auf jeden Fall gewinnen. Warte mal ab. 3 und los. Schau nur, wie verbissen sie rechnet.
Warte, rechnet sie nicht? Naja, egal, dann werde ich wohl gewinnen. Was macht sie denn jetzt? Feilt sie ihre Nägel? Absolut lächerlich. Nimmt sie das noch ernst? Kaffee? Wo hat sie denn den her? Und ein Schokoriegel? Warum isst sie nicht einfach zum Mittag oder so? In Ordnung, ich mache einfach weiter. Ich bin fertig. Was? Niemals! Wie ist das möglich? Aber ich habe die Gleichung noch nicht gelöst. Sie arbeitet zu hart. Ich würde ja lieber intelligenter arbeiten. Ich schreibe die erste Zahl oben hin. Und die zweite Zahl an die Seite. Okay, 3 mal 7 ist 21. Also schreibe ich die Zahl in diese Ecke. Okay, dann als nächstes 7 mal 1. Das ist einfach, 7. Das Ergebnis kommt ins mittlere Quadrat. Dann schließlich 4 mal 7. Und das sind natürlich 28. Ins letzte Quadrat damit. Die erste Zahl ist 2. Dann addiere ich die nächsten beiden Zahlen. Das ergibt 1. Dann die nächsten. 7 plus 2 ist 9. Die 8 kommt hierhin. Und die letzte Zahl, die 8. Und das ist die Lösung. 2198. Gelöst! Friere Wasser in einen Glasbehälter ein. Nimm das gefrorene Eis aus dem Behälter. Nun wirf einen Blick auf deine Farbpalette. Jetzt kannst du kreativ werden. Male direkt auf dem Eisblock. Benutze verschiedene Farben. Da das Eis schmilzt, bewegt sich die Farbe und dreht sich. So vermischen sich die Farben. Male verschiedene Farbschichten auf den Eisblock. Das ist echt entspannend. Und das Resultat ist ein toller Effekt. Unser Bild ist fertig. Echt frostig, kapiert? Okay, ich sollte lieber mit der Aufgabe beginnen. Ja, was ist mit meinem Stift los? Ist die Tinte leer? Das ist typisch. Was soll's? Sophia, hey. Alles okay, Luna? Mein Stift geht nicht mehr. Leihst du mir einen? Kein Problem, ich habe bestimmt noch einen über. Hier irgendwo muss er sein. Das ist kein Stift. Warte kurz. Hä? Na, so ein Zufall. Mann, ist das viel Zeugs. Ich sollte mehr Ordnung halten. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich weiß, wie ich mehr Ordnung schaffe. Zuerst bringe ich das Gummiband an meinem Ordner an. Ich brauche noch ein paar mehr. So kann ich all meine Sachen aufbewahren. Und innen gibt es noch mehr Platz. Alles ist an einem Ort und einfach zu finden. Sieht gut aus, oder? Und hier ist dein Stift. Hm, was? Oh, ach so, danke. Voll praktisch. Ich hatte einen so schönen Traum. Der Test ist echt langweilig. Mir gefällt er. Du bist so ein Streber. Gestalten wir das Ganze spaßiger. Hey, hör auf damit. Die Frage finde ich gut. Ach, kann das endlich vorbei sein? Oh, Augenblick mal. Hey, was ist schon wieder? Zieh dir das rein. Ich reibe den Stift an meinem Ärmel und drehe ihn um die Kapsel. Gib's zu, du bist beeindruckt. Wow, ist das Magie? Lass mich mal. Hä? Habe ich etwas falsch gemacht? Ein Magier verrät nie seine Geheimnisse. Vielleicht brauche ich mehr Reibung. Und los! Es klappt nicht. Oh, ich hab's. Hier helfen nur meine grauen Zellen weiter. Ah, ich habe die Erdanziehungskraft nicht beachtet. Und die Erdrotation bedeutet, das ist es. Ich versuch's nochmal. Das ist keine Magie. Wenn du meinst. Oh, klasse, hört auf zu reden. Sorry. Durchschaut.
Ups. Ich hab dich im Auge, Sophia. Ich mach meine Aufgabe, okay? Das ist deine letzte Warnung. Hey, wo ist mein Stift hin? So wird das nichts mit dem Test. Okay, ich pack meine Sachen noch schnell in den Spind. Puh, komm sofort hierher. Oh mein Gott, warte, habe ich mein Handy bei mir? Wow! Mein Handy! Nein! Ich fang's auf! Deine Note ist miserabel! Ich muss was tun! Phew, gut, dass die Stopptaste funktioniert. Nun kann ich mich um meine Probleme kümmern. Und zwar als erstes der Test. Eine 6? Nee, wie wär's mit einer 1+? Hm, wenn ich schon mal dabei bin, hier fällt doch noch was. Nun hat sie einen Schnurrbart, voll witzig. Okay, jetzt muss ich mich um diesen ungewollten Flirt kümmern. Der Typ ist voll nett, weil er mein Handy retten will. Ich sorge dafür, dass er weich landet. Und nun mein Handy. Wow, voll cool, wie es in der Luft hängt. Aber in meiner Hand ist es sicherer. Ich brauche jetzt meinen Haarreif. Der ist wie eine große Feder. Ich brauche nur ein paar kleine Teile davon. Ich klebe sie an mein Handy ran. Einfach einen Kleckskleber auf die Hülle machen. Dann klebe ich noch mehr dran. Überall sind jetzt Federn dran. Yes, das ist perfekt. Okay, lassen wir die Zeit weiterlaufen. Diese Note ist... Warte, das ist eine 1+? Das muss mein Fehler gewesen sein. Ups. Mua. Ah, knochig, viel zu knochig. Oh, ah, wo kommt der denn her? Oh ja, mein Handy. Ich hab's. Yes, es ist nicht kaputt gegangen. Ich lasse es fallen und es springt zurück in meine Hand. Hey, du. Das ist doch das beste Video, stimmt's? Schüler, hört zu, es wird Zeit für euren Test. Ja, genau. Nun holt eure Handys raus, sie kommen hier hinein. Du weißt, was zu tun ist, leg es hier hinein. Sehr gut. Okay, du bist die Nächste. Leg dein Handy in diese Box, bitte. Na schön, hier ist mein Handy, oh Mann. Ich weiß, dass du mehr als ein Handy hast. Na los. Ich mach ja schon. Ich muss sie erst alle finden. Endlich. Danke für deine Mitarbeit. Du bist die Nächste. Leg deine Handys und Gadgets hier rein, bitte. Mano, ich brauche das eigentlich, um den Test zu bestehen. Ich muss gut abschneiden, sonst bleibe ich sitzen. Nicht nur das. Mom wäre wahnsinnig sauer auf mich. Sie flippt aus, wenn ich schlechte Noten bekomme und schreit mich an. Was mache ich denn jetzt? Ich will nicht durchfallen. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Das ist die Lösung. Ich schneide ein paar Reihen von Puppet ab. Und mit dem Stift schreibe ich Zahlen auf die Dellen. Jetzt brauche ich mein Notizbuch. So, ich habe den Deckel durch mein Puppet ausgetauscht. Yes! Und nun kann ich das Puppet als Taschenrechner benutzen. Das hilft mir auf jeden Fall bei den Matheaufgaben. Alles klar, die Zeit ist um. Bitte gib mir dein Blatt. Ich schaue mir das gleich mal an. Oh mein Gott, du hast den Test perfekt gemeistert. Eine 1+? Cool, meine Mom wird total stolz auf mich sein. Kann's kaum erwarten, dass sie zum Unterricht kommt. Yay, da ist sie, endlich. Hi. Du bist voll auf meinen Furzkissenstreich reingefallen. Oh, haha, wie lustig. Du bist ein echter Scherzkeks, hm? Das werde ich auf jeden Fall heimzahlen. Mal sehen, was habe ich denn hier, das ich nehmen kann? Oh, ich habe diese Tic-Tac-Packung. Ich nehme den Behälter ab und nun brauche ich nur noch meinen Anspitzer. Der kommt hier dran und der Behälter kommt wieder drauf. So, und als Nächstes brauche ich einen Eisstiel. Das sieht ja schon sehr gut aus. Hier oben muss nur noch der Radiergummi dran. So müsste es gehen. Und jetzt muss ich das nur noch mit Stoff abdecken. Ich wickle den um das transparente Plastikteil. Und nun kommt dieser gelbe Stoff dran. Damit umwickle ich den Radiergummi. Gut, dass ich alles gut abgemessen habe. Es passt nämlich perfekt. Dann kommen noch diese kleinen Augen dran und ein süßes Lächeln. Und natürlich dürfen diese Streusel hier nicht fehlen. So süß und funktional. Das ist mein neuer Bleistiftanspitzer. Und yes, schön spitz. Dann komme ich jetzt noch zu meinem Streich. Ha, was macht sie denn da? Isst sie etwa was? Hey, oh wow, gib mir das. Du weißt, ich liebe diese Snacks. Ah!
Ich hab's dir mit meinem eigenen Streich heimgezahlt. Oh, deine Zähne. Ha, das war echt ein cooler Streich. High five. Das war er. Diese Zeichnung ist cool. Das ist eine glückliche Schnecke. Und das ist die perfekte Farbe für sie. Hä? Was ist mit meinem Stift los? Ich habe ihn abgenutzt. Den kann ich nicht mehr nehmen. Die anderen Stifte sehen auch so aus. Ich muss sie anspitzen. Ist ja nicht so schlimm. Danach kann ich meine Schnecke fertig malen. Noch ein bisschen. Dann spitze ich gleich die anderen Stifte an. Die werde ich noch brauchen. Hey, das macht irgendwie Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Mehr, ich will mehr. Moment mal, jetzt habe ich es aber übertrieben. Ja, ich habe mich hinreißen lassen. Ich werf das gleich in den Müll. Langsam. Nix fallen lassen. Hat sie nicht, oder doch? Oh, gehst du zu der Party? Pass auf! Nein! Ah! Was hast du gemacht? Oh, das ist nicht schön. David! Ups, du hast da noch was. Ich verschwinde lieber. Unfassbar, dass du das gemacht hast. Ich rufe später an. Ich werde jetzt was essen. Ich brauche auch meine Cola. Oh, überall liegen diese Stiftspäne. Was ist das denn? Soll das ein Witz sein? Ich sagte doch sorry. Leg den Anspitzer weg. Im Ernst. Warte mal. Ich habe eine Idee. Dafür brauche ich eine leere Limo-Dose und einen Bohrer. Ich bohre vorsichtig ein Loch durch die Zuglasche. Dann brauche ich Schleifpapier. So kriege ich den Deckel von der Dose ab. Jetzt brauche ich eine Klebepistole. Das müsste reichen. Da klebe ich den Anspitzer an. Und der Deckel kommt wieder drauf. Jetzt kann es mit dem Anspitzen weitergehen. Aber die Späne bleiben jetzt in der Dose. Kein Dreck mehr. Aber hier, das ist für dich. Wirklich? Voll süß. Danke, David. Ich muss noch mehr Stifte anspitzen. Okay, das ist der Marker, den ich brauche. Los geht's. Ich fange mit dem Schreiben an. Oh, Kevins Haare sind so schön. Er ist auch so süß. Oh, ich könnte ihn den ganzen Tag anschauen. Oh, wow, ich muss geträumt haben. Oh nein, 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 nein. Ich habe seinen Namen und überall Herzen gemalt. Okay, da ist der Schwamm. Es geht nicht ab. Es lässt sich nicht wegwischen. Ich muss den falschen Marker benutzt haben. Oh, das Glas Wasser wird helfen. Ich nehme einfach einen großen Schluck. Okay, jetzt bin ich bereit. Und jetzt heißt es schrubben. Komm schon, geh ab. Es nützt nichts. Das hier funktioniert nicht. Was soll ich jetzt machen? Das wird mir ewig hinterherhängen, wenn die Leute das sehen. Hm? Was ist denn hier los? Ja, sorry, aber das geht nicht mehr ab. Mach dir keine Sorgen, ich kenne einen Trick. Du brauchst allerdings diesen Whiteboard-Marker. Du musst nur den Permanentmarker mit dem Whiteboard abdecken. Jede Linie muss abgedeckt werden. Okay, pass auf. Und jetzt kommt der Wischer. Siehst du? Alles geht jetzt ab. Kein Schrubben nötig. Tada! Kein Kevin mehr dauerhaft an der Tafel geschrieben. Oh, das ist so viel besser. Oh mein Gott, da kommt Kevin. Das war ganz schön knapp. Mach dir keine Sorgen. Meine Lippen sind versiegelt. Möchte, dass dieser Bleistift so spitz wie möglich ist. Oh oh, ich spüre einen Nieser kommen. Hey, kann ich... Hatschi! Oh, ups, tut mir echt leid.
Das sind eine Menge Bleistiftspäne. Uff, jetzt fühle ich mich schlecht. Oh, warte. Ich denke, das könnte klappen. Ja, das ist definitiv die Lösung. Das wird nicht mehr passieren. Okay, ich habe meinen Tic-Tac-Behälter. Ich hole die Tic-Tacs raus und nehme den Deckel ab. Dann passt der Bleistift an Spitzer genau hier rein. Der Deckel geht zurück auf den Behälter. Und jetzt kann ich meine Bleistifte anspitzen, ohne eine Sauerei zu machen. Ist es sicher, dir eine Frage zu stellen? Yep, ich habe eine Lösung gefunden, siehst du? Wow, das ist echt schlau. Wie ihr sehen könnt, ist das eine Pflanze. Sie ist, Das ist voll langweilig. Da sagst du was. Jetzt ist meine Zeit zu glänzen. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Guckt euch das an. Was? Die Karte bewegt sich. Wie kann das denn sein? Wie auch immer. Ihr steht also nicht auf Kartentricks, was? Das ist okay. Wie wär's mit Puppentheater? Hey, dieser Lehrer ist echt cool. Irgendwas? Vielleicht ein Kichern? Zeit zum Abheben. Ist das ein Pickel? Das ist ein hartes Publikum. Ich gebe hier vorne mein Bestes. Ich hab's. Jeder liebt Ballontiere. Das ist ein süßes kleines Hündchen. Wer will ihn? Lassen Sie es gut sein. Ich habe keine Ideen mehr. Wartet, ich habe noch eine Idee. Dafür brauche ich diesen Textmarker und Büroklammern. Ich mache die Kappe ab und entferne den vorderen Teil. Jetzt brauche ich eine Büroklammer. Ich begradige den mittleren Abschnitt etwa so. Auf das Ende kommt ein kleiner Klecks Kleber. Jetzt nehme ich die Stifthülle und gieße Seifenwasser rein. Dann mache ich die Kappe drauf. Okay, klasse, aufgepasst. Das wird eure Aufmerksamkeit erregen. Guckt euch diese Seifenblasen an. Aha. Warte, was sind das? Seifenblasen? Wach auf, das musst du sehen. Hey Nerd, guck mal. Ich wusste, dass das klappen wird. Das ist viel interessanter als dieses langweilige Schulzeug. Hier sind unsere Stifte, fangen wir an. Wir sind bereit. Das ist fantastisch. Ich liebe diesen Unterricht.